So, dann kann es losgehen. Kurze Rekapitulation. Ich hatte ja diese Grundobjekte hier aufgebaut. Interessant war hier die Scheme-Build-In-Funktion, die im Moment noch gar nichts macht, nur eine symbolische Operation als Token hält. Die ganze Ausführung passiert nach wie vor hier in dem Evaluator, und zwar hier in EvaluateList. Wir evaluieren hier auch am Anfang die Funktion, also den ersten Slot von unserer Liste. Wenn wir nachher sehen, dass das toll ist, da können wir nämlich das Lambda redefinieren und sagen Function, Define Function als Lambda, wenn wir das dann tun. Und ja, das ganze Environment wird initialisiert hier in der Initialize Top Environment. Da legen wir unter dem Symbol Plus hier mal so eine Scheme Build-In Function ab, Minus Build-In Function. Und zwei Test-Characters, zwei Variablen A und B mit Integers, nicht Characters. Gut, dann haben wir einen Test-Case hier unten und anhand dessen hangeln wir uns auch weiter. Scheme-Tests hier an der Stelle sind im Moment alle grün. Wir waren bei Eval Simple Objects, also hier plus A1 erwarten wir 11 und so weiter, lassen wir sie nochmal laufen, kriegen wir noch grün. Das heißt, es funktioniert noch alles. Gut, der nächste Schritt wären jetzt die Built-in-Syntax. Und analog zu unseren Built-in-Functions erzeuge ich jetzt mal eine neue Klasse, die heißt auch wieder, kopieren wir die einfach mal und sagen Built-in-Syntax. Und dann machen wir wieder einen Testoperator. Bist du eine Built-in-Syntax? Da sagt der ja. Jetzt habe ich wieder eine Denkpause aus irgendeinem Grund. Ach, das war der da. Okay, und ich darf da nicht nach oben gehen mit der Maus. Ja, genau, das darf ich nicht tun. Bleib mal ein bisschen weiter weg. Und das brauchen wir nicht. Und entsprechend brauchen wir bei Scheme Object auch einen Tester, ist Built-in-Syntax, der dann False zurückliefert. Und wir definieren in unserem Environment, Start-Environment, jetzt hier mal die Built-in-Syntax für if. Als Built-in-if, und das wird dann ein Built-in-Syntax-Objekt. Und machen wir gleich noch das, machen wir sie gleich alle. Set, Built-in-Set. Was haben wir noch? Quote. Built-in Quote. Und was brauchen wir noch? Let können wir uns mal sparen. Lambda. Als Built-in Lambda. Und Define. Built-in Define. Okay, jetzt machen wir einen Testfall dazu. Hier wieder. Da machen wir mal Test 21 draus. Eval Simple Syntax. Oder Eval Syntax.
Gut, Dankeschön. Ich hoffe, man hört mich noch. Ja. Ich mache hier einfach mal kurz vorzeitig mal einen Halt rein und wir lassen es dann im Test reinlaufen. Also build in if, build in set, dann haben wir build in lambda, build in define. Die müssen wir definieren. Habe ich noch einen vergessen? Ja, ein Quote. Wobei, dafür haben wir noch gar keine Testfälle. So, und dann können wir hier sagen, Error, no such built-in function, Syntax. Und hier hinten haben wir, glaube ich, auch ein Feld, ja, da habe ich noch einen Halt drin. Sowas. Gut, ich glaube, ich mache mal ein zweites Fenster auf, damit ich dann nicht immer hin und her schalten muss für den Test. Da kann ich mir den da irgendwo an der Seite halten. Test. Fangen wir mit dem an. Der knallt jetzt erstmal bei equal, weil für no such binding für equal, das habe ich noch vergessen. Ich muss dem Debugger auch noch sagen. Dass der großen Font verwenden soll. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ja. So. Also wir brauchen noch in unserem Environment Initialisierung noch das Equal als Function. Ja, wir brauchen nachher noch viel mehr. Also dabei bleibt es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall später noch ein Cons und Char und Cutter. Build in Equal. Dann wieder unser Test für das Equal, der muss ja hier da noch drin laufen. Debug, jetzt hat er zwar ein Binding, nee, immer noch nicht. Ich glaube, ich habe das Standard-Environment, muss ich glaube einmal. Ah, das wird hier gecached, okay, das müssen wir vielleicht mal. Dann machen wir Flush Standard-Environment und da sagen wir einfach, Standard-Environment ist nil, damit es das nächste Mal neu angelegt wird. Ich kann es hier auch einfach, ja, jetzt kann ich das nochmal neu aufrufen. So, jetzt nochmal den Test. Gut, unimplemented function ist klar, weil wir sind in dem equal. Schauen wir mal, was die built-in function, die Function war, die er evaluieren wollte. FN built-in function und das ist die built-in equal, die müssen wir natürlich noch machen. Copy, paste. Wobei das ist vielleicht Quatsch, weil der built-in minus macht mehr, als wir hier brauchen. Build in equal, der hat genau zwei Argumente, also kann man hier sagen, return evaluated args first gleich evaluated args second. Und dann wollen wir natürlich nicht einen Smalltalk, halt. Wollen wir keinen Smalltalk true oder false haben, sondern wir wollen ein Scheme false oder true haben. Das heißt, wir sagen, okay, wenn das ein Smalltalk true ist, dann liefern wir ein Scheme true. Was war das? The one and only Singleton, glaube ich, haben wir es genannt. Stimmt das? Mal schauen. Nein. Okay, ich hab's. The one and only. Ja, da unten. Okay, und wenn da nicht true rauskommt, if false, dann liefern wir das Singleton von false zurück. Okay. Jetzt muss da grün kommen. Noch nicht. Was kommt da raus? Was haben wir als Result gekriegt? Ein Scheme False. Ich glaube, da habe ich jetzt irgendwas verhunzt. Gehen wir nochmal zurück zum Eval. Halt auf diese das da. Aha. Da machen wir mal einen Breakpoint rein und schauen mal, was da eigentlich ankommt. Evaluated args first
Inspect, aha. Das ist also eine Scheme Integer und jetzt sehen wir schon unser erstes Problem. Unsere Integers sind eben nicht Singletons, also die Null ist nicht die Null bei uns hier, sondern die werden ja auch angelegt mit Scheme Integer. Das heißt, entweder wir sorgen dafür, dass das auch der Fall ist, worauf wir aber später noch kommen. Also das werde ich später noch machen. Jetzt im ersten Fall mache ich da mal eine Fallunterscheidung rein und sage, wenn das eine Integer ist, dann gucke ich in Value rein. Und das heißt, ich sage jetzt hier mal, self is equal, oder machen wir es so, ja, okay, is equal, zieh das mal raus in ein separates Ding, and so, das heißt, jetzt, ich überlasse das jetzt nicht dem, ruf da mal eine Hilfsroutine auf, is equal, und die definieren wir gleich, is equal, A1 and A2. So, da können wir erst mal sagen, also wenn A1 ist Scheme Integer, A2, das könnte man jetzt natürlich objektorientiert viel besser machen, indem man es redefiniert hier drin, aber ich mache es mal absichtlich jetzt wieder noch nur nicht, weil wir es nachher in C auch nicht können. Wobei wir in C, na, vielleicht könnten wir es auch machen, wir könnten natürlich so Function Tables, so Virtual Tables wie in C++ verwenden, und dann so, ja, virtuelle Funktionen aufrufen, auch in C. Aber ich mache es jetzt mal hier. So, wenn es andere kein Integer ist, dann liefern wir false zurück. Und ansonsten können wir sagen, return A1 gleich A2. Das wäre jetzt mal unser, weil wir nur für Scheme Integer im Moment, glaube ich, das Problem haben. Scheme Eval. So, jetzt haben wir grün, das heißt, das funktioniert jetzt. Vielleicht noch ein interessanter Trick, passt an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie Double Dispatching schon mal gehört haben. Das verwendet man bei so dynamischen Sprachen wie Smalltalk, Ruby oder Python, im Gegensatz zu Sprachen, wo ich auch über den Argumenttyp dispatchen kann. Also in Java können Sie ja sagen, is equal und dann als Argumenttyp verschiedene Dinge angeben, auch in C++. Das geht in Smalltalk zum Beispiel nicht. Da verwendet man einen Mechanismus, der heißt Double Dispatching. Das funktioniert folgendermaßen. Ich sage dem Ersten, ist doch objektorientiert, also das, was ich vorher gesagt habe, vergessen Sie mal ganz kurz mit dem C, doch objektorientiert. Ich sage, return, also statt self is equal, dispatche ich das auf das erste Argument und sage, evaluated args first, is equal to, und dann übergebe ich dem das zweite Argument, evaluated args second. Statt dem da unten. Das kommentiere ich mal aus. Und jetzt landen wir in einer von unseren Scheme-Object-Klassen. Also in der Hierarchie natürlich drin. Das heißt, zunächst einmal sagen wir hier als Fallback vielleicht bei Scheme-Object, machen wir hier eine neue Kategorie, Comparing vielleicht. Das kann ich nachher noch umbenennen. Is equal to some object. Und da sagen wir, wir liefern hier false zurück. Oder vielleicht sagen wir hier self gleich some object. Dann hätten wir die Identität schon mal abgehakt. Und rename Comparing. Und bei Scheme Integers, da machen wir jetzt einen Trick. Comparing, na, das hat er sich gemerkt. Da sagen wir jetzt, da schicken wir jetzt eine Nachricht an dieses Argument return, some object is same as integer self. Das heißt, wir kodieren quasi meinen eigenen Typ in den Namen rein.
Und jetzt definieren wir, oder same as vielleicht Scheme Integer, vielleicht noch besser. Und jetzt brauchen wir das natürlich auch in Scheme Object. Da sagen wir jetzt ist same as Scheme Integer, sum, wissen wir jetzt, dass es ein Scheme Integer ist. Da können wir sagen return false. Und das redefinieren wir jetzt wieder in Scheme Integer und sagen hier drin, wenn mich einer fragt, jetzt weiß ich, dass ich eine Scheme Integer bin, und da kommt einer her und das Argument weiß ich auch, dass das eine Scheme-Integer ist. Jetzt kann ich also direkt auf den Value zugreifen. Jetzt kann ich ja sagen, return value gleich some, und ich weiß auch, dass ich auf some Scheme-Integer, dass der Value versteht, Integer value. Das ist so der Trick, den man bei sehr dynamischen Sprachen macht. Also bei Smalltalk oder Ruby oder Python oder Scala oder was immer es gibt. Also nicht statisch getypte Sprachen. Das nennt man Double Dispatching. Das kann man natürlich weiterführen, Triple Dispatching und so weiter. Das wird dann allerdings relativ. Der Vorteil von Double Dispatching ist der, dass Sie neue Typen dazufügen können, ohne dass Sie gleich n mal m neue Methoden machen müssen oder in allen Kombinationen, sondern nur noch n neue Methoden dazu bringen müssen. Also Smalltalk verwendet es selber. Kann ich Ihnen mal kurz zeigen, kleiner Ausflug. wenn man in die Numerikklassen reinguckt, Integer hier in Smalltalk zum Beispiel, und da gibt es ja Small Integer als Subklasse, als Beispiel Arithmetik. Und hier ist es immer so, hier habe ich jetzt mal eine Spezialgeschichte für die häufigsten Fälle, habe ich das mal quasi hier inlined. Nehmen wir aber Plus, das ist einfacher. Überspringen wir das mal, was hier jetzt eine Optimierung ist. Aber da unten sagt der Return a number Summe from Integer. Und dann gucken wir, wer Summe from Integer implementiert. Und da sieht man, dass das die anderen numerischen Typen sind. Und wenn ich jetzt einen neuen numerischen Typ dazu brächte, also zusätzlich zu komplex noch irgendwas oder ein Vektor oder eine Matrize oder sowas, und möchte, dass eine Matrize auch eine Integer dazu addieren kann, indem sie dann auf jedes Element zum Beispiel drauf addiert, muss ich eigentlich nur hier dieses Sum from Integer machen in Matrize. Und andersrum würde Matrize sagen Sum from Matrix, und das müsste ich dann jetzt in Integer und in Float oder was immer, also drei Methoden müsste ich dazu bringen. Um jetzt Integer und Float vielleicht abzuhandeln, vier tatsächlich. Und eine weitere für jeden neuen Datentyp. Aber ich kann das nachträglich dazu bringen im Grunde genommen, ohne dass ich jetzt in den existierenden Code reinfassen muss. Also ich muss nicht, wenn ich einen Switch hätte, ja, Switch über die Typen, dann müsste ich alle Switches überall anfassen, die dann irgendwo versteckt wären. Also dieses Double Dispatch hilft mir daraus. Das ist ein Design Pattern. Also da, aber Sie lernen wahrscheinlich nur Design-Patterns, die Java-spezifisch sind oder C++-spezifisch. Insofern. Also lassen wir das mal drin, vielleicht Interesse halber. Und jetzt habe ich einen zu viel zugemacht. Nochmal. Ich wollte ja eigentlich in den Test wieder gehen. Da war ich. Tut immer noch. Okay, so jetzt können wir unsere Syntax, jetzt haben wir ein Equal und reicht das schon, was ich da gemacht habe? Machen wir noch einen schwierigeren. Also wenn ich a plus 2 rechne und hier sagt plus a1 und plus 1, 1, na wegen mir plus a1 und dann nochmal plus das und nochmal 1. Nur zum Sehen, ob es auch rekursiv schon funktioniert. Tut. Okay. So, eval Syntax. Als erstes kommt der if dran. Wir laufen natürlich hier in den Halt, weil wir noch keinen if haben. Sie erinnern sich, was der if machen muss. Der if nimmt das erste Argument und zwar das nicht evaluierte. Und das ist ja hier L. L ist ja die gesamte Liste, also da steht noch alles drin. Wir nehmen also das erste raus. Also das wäre die Condition, ist RestArgs first, nee, car, bin nicht in Smalltalk, da käme jetzt das true. Und dann evaluiere ich das, das heißt, ich rufe mich rekursiv auf, self-evaluate die Condition, in environment natürlich. Und wenn das ein Scheme True ist, probieren wir das gleich mal aus. Ja,
Ja, das hat funktioniert, da kommt sogar Scheme True raus. If True, dann müssen wir das, den True-Zweig, und wenn False rauskommt, ups, dann den anderen Zweig evaluieren. Also holen wir raus Self-Evaluate, jetzt machen wir den If-Zweig. Soll ich den noch rausholen? Ja gut. If-Part ist Rest-Args Kutter und hier dann der Car. Wieder blöd, in Smalltalk muss ich es gerade andersrum schreiben, wie ich es in Lisp schreiben würde, weil in Smalltalk kommt ja die Operation immer hinten als Message dran. Also da, zuerst den Kutter nehmen von den Rest-Args, dann kriege ich das hier. Ja, das ist die Restliste und davon wieder der Car, dann kriege ich die 1 raus. Und hier unten wäre der Else-Bach, ich kann es auch gleich oben holen. Das ist zwar unnötig, dass ich den Else-Zweig raushole, aber zum Lesen ist es, glaube ich, schöner. Else-Part, Kutter. Jetzt können wir es hier oben mal ausprobieren. Da kommt die 1 raus und da hinten kommt die 0. Wobei das nicht evaluiert sind, nicht evaluierte Argumente sind. Also wenn da eine Expression stünde, werden wir nachher sehen, dann sehen wir hier noch die nicht evaluierte Expression. Deswegen müssen wir die hier noch einmal evaluieren. Also evaluate den if-Part und das wird unser Return-Wert. Return evaluate den if-Part und im False-Zweig sagen wir return den else-Part evaluiert. Das war's schon. Also da sieht man jetzt Syntax versus Funktionen. Da habe ich jetzt noch ein paar Variablen nicht definiert. If-Part. Else-Part, tatsächlich wäre es vielleicht schöner, ich würde die da drin lokal definieren, weil die gehen eigentlich niemand außerhalb was an. Also machen wir das so und definieren die hier drin lokal in dem Block. So, Debug. Wow, alle drei tun auf Anhieb, ist ja klar eigentlich. Muss ja. So, dann kommt der nächste. Vielleicht nennen wir das mal Eval-If-Syntax, dann machen wir da nicht so viel in einem. Und den schmeißen wir wieder raus und machen uns einen Eval-Quote-Syntax. Wir erwarten, dass wenn ich hier sage Quote und dann irgendwas kommt, dass ich dann das irgendwas kriege. Das heißt in dem Fall ein Scheme-Symbol kommt und die Characters sollen gleich A sein. Und jetzt was Schöneres, wenn ich sage Quote und dann eine ganze Expression, dann erwarte ich, oh je, das gleiche Result, na equal haben wir nicht, doch, aber ich könnte sagen Result print String ist das gleiche wie wenn ich if gelesen hätte, dann brauche ich es nicht eintippen. From String, Klammer zu. Tatsächlich könnte ich auch so sagen, self-assert result is scheme cons und dann erwarte ich, dass result car is scheme, aber das wird mir jetzt echt zu blöd, is scheme symbol und der car, das reicht jetzt, reicht mir jetzt, car Characters ist gleich das if wieder, nur als Beispiel. Aber das da unten müsste das gleiche bringen. So, missing ohne Klammer. Ah, da ist eine zu viel übrigens und die gehört da dazu und dann fehlt die da hinten. So, Debug. Ja, jetzt landen wir hier im Quote. Und der Quote ist ja super easy, der Quote liefert einfach sein Argument. Also hier ist die Liste, das heißt, der sagt return die unevaluierte Liste L, das first. Da kommt quasi dann hier wieder car. Da kommt hier wieder das simple quote zurück. Nochmal. Nanu. Aha, da war ein Fehler drin. Okay, natürlich muss ich
die Argumentliste zurückliefern, nicht das, ich mache mal einen Breakpoint drauf, dann sehen Sie es nochmal, was ich gerade falsch gemacht habe. L ist ja die gesamte Liste, also der gesamte Ausdruck, und LK wäre dann das Quote. Ich muss natürlich den K vom Kutter nehmen. Also eins weitergehen erstmal, L Kutter ist ja dann die Restliste und davon den K, und das wird das erste Argument. So. Okay, das hat also nicht geklappt. Was kommt denn da raus? Ach so, Printstring, da muss ich den muss natürlich auch Printstring sagen. Das heißt, die müssen gleich printen. Wenn ich das lese und sage, printe dich mal, dann kommt ja hier unsere Repräsentierung raus und das Resultat muss den gleichen Printstring haben. Jetzt schauen wir nochmal, ob es klappt. Gut, also Quote funktioniert auch. Sie wissen, Sie erinnern sich, dass im Scheme das hier eine Abkürzung ist für Quote A. Das müsste der Reader machen. Also wir müssten unseren Reader so ändern, dass wenn der einen Tick, machen wir es, wenn der einen Tick kriegt, also liest, also ein einzelnes Hochkomma, da gehen wir zum Reader und da müssen wir vielleicht auch den Reader-Test, also Read-Test 11b, ne 12, da haben wir ein paar Nummern freigelassen, Read-Quote. Und wir erwarten, dass wenn wir ein, und da jetzt bin ich in einem Smalltalk-String, deswegen muss ich es hier innen drin duplizieren, also das Quote A, wenn ich das lese, na, das kann ich nicht so einfach machen, da sage ich einfach Scheme Reader, das machen wir so. Self-Assert Scheme Reader lies von dem Ding. Und wenn ich dem Printstring sage, dann erwarte ich, dass da rauskommt, Klammer auf, Quote A. Und das brauchen wir nicht. Na, mein Fenster zu klein. So. Da fehlt eins. Von dem, der Printstring, soll das gleiche sein wie der String. Wobei, dann brauche ich die Klammern hier. Ah, dann lassen wir es mal. So müsste es stimmen. Nochmal. Von dem, der Printstring, soll das gleiche sein wie das. Und das ist nicht der Fall. Warum nicht? Was bringt der Reader? Na, der Reader weiß noch nichts von dem Quote. Das haben wir ihm ja noch nicht beigebracht. Also fehlt unser... geht unser Test schief und wir müssen mal kurz den Reader ein bisschen aufpeppen. Und der hat hier read from String, read from String sagt read from Stream sagt hier read bla bla bla. Und dann schaut er, ob er eine runde Klammer auffindet beim Lesen. Und hier machen wir noch was zusätzlich rein, Charakter gleich das Hochkomma. Self halt erstmal. Schauen wir mal, ob wir da auch vorbeikommen. Tun wir schon, aber nur so nochmal kurz zum Verifizieren. Aha, da sind wir. Und dann sagen wir einfach, wir überlesen, weil wir haben ja bloß mit Peak reingeguckt. Wir lesen den jetzt weg aus dem Stream, als Stream Next. Und dann lesen wir einfach eine Expression. Das heißt, wir rufen uns rekursiv komplett nochmal neu auf. Also wir sagen Self, das wäre das Quote. Quote Arg. Quote Arg ist self read from a stream. Dann mitlesen wir quasi die nächste Expression. Nochmal zur Erinnerung: Im Stream steht drin Quote A. Also der würde das nächste lesen. Wenn da eine Liste kommt mit Klammern, dann würde er die komplett lesen. Wenn da nur ein Symbol kommt oder irgendwas, dann liest er halt das Symbol, wie normal auch. Und jetzt muss er aber was noch dazu machen. Jetzt hat er das Quote R gelesen. Machen wir nochmal neu, dann sehen wir es, wie wir da hinkommen. Das Quote R ist jetzt das Symbol A und daraus muss er jetzt eine Liste machen, bestehend aus Quote und dem Ding. Also der muss jetzt quasi aus... Da bin ich, so rüber. Ja. Also aus Tick irgendwas... wollen wir machen, Klammer auf, Quote, irgendwas. Was ja nichts anderes ist als eine Liste, wo hier das Symbol Quote steht.
Und hier nochmal eins und da steht es irgendwas drin und hier ist eine Nil. Also sagen wir, wir müssen hier ein Return Scheme Cons New, das wird der da hinten, oder, na, das wird der da vorne. Und der Car soll sein, das Scheme Symbol, jetzt weiß ich nicht mehr, wie unsere Instanzierung da hieß, gucke ich nochmal kurz nach. Ich glaube, das war, da haben wir sogar was gehabt, Instance Creation New with Characters hieß das. So eine Woche Pause und man vergisst alles. New with Characters Quote. Und wir verlassen uns natürlich darauf, dass diese Instanzierung Singletons liefert, beziehungsweise wieder für jedes Symbol mit gleichen Characters identische Symbols. Sie erinnern sich. Falls nicht, wiederholen. Und der Cutter wird ein weiteres Scheme Cons mit einem Car Käse, mit einem Car E, das ist das, was wir gerade gelesen haben, das da, und einem Cutter von Scheme Nil, the one and only instance. Keine Klammer mehr. So, das war's schon. Schauen wir mal, was da käme. Printed, Quote A, genau das. Wir bauen ja jetzt wieder quasi die Liste zusammen. So, und jetzt hätten wir unser, das, was ich hier habe, habe ich jetzt hier fest verdrahtet in unseren Reader. In richtigen Schemes gibt es ein extra Makro-Paket. Da kann man quasi ein Stück Code an einen Charakter hängen und der Reader ruft dann das Stück Code auf, wenn er es liest. Und man kann sich damit quasi eigene Makros definieren. Also schöne Dinge sind eckige Klammern für Indizierung oder irgendwelche anderen Kommentar-Characters, die man lieber hat. Eigentlich kann man sich da sehr viel umdefinieren. Tun auch viele. Man kann sich die Sprache so weit wegdefinieren, dass man nachher gar nicht mehr Scheme erkennt. So verliebt. So, also er liest jetzt ein Quote. Wunderbar, hat geklappt. Tun die anderen Sachen eigentlich auch noch. Lassen wir mal alle laufen, sicherheitshalber. Tun auch noch. Okay. Eval-Quote-Syntax funktioniert auch. Und tatsächlich könnte ich das jetzt auch gleich noch weiter treiben, weil unser Reader das ja kann. Jetzt könnte ich hier auch noch sagen, Quote A. Also Quote A, da muss rauskommen ein etwas, was sich als Quote A ausgibt. Schauen wir mal, ob das tut. Ja, das tut. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Frage, um das Hirn zu verknoten. Was muss rauskommen, wenn ich sage Quote A? Also ist jetzt ein bisschen schlecht leserlich, weil ich hier innen drin die Dinge duplizieren muss innerhalb eines Strings. Also eigentlich müssen Sie sich vorstellen, ich würde das hier quasi eingeben. Was muss da rauskommen? Schauen wir mal, was er rausbringt. Das stimmt aber so nicht. Doch, das stimmt natürlich, da kommt das Gleiche raus wie hier oben. Ja klar, dieses Quote A wird ja wieder zu einem Quote A und dann, der da macht nichts damit, der evaluiert es nicht, da kommt das hier raus. Ja, stimmt schon. Gut, das war die Quote-Syntax. Jetzt kommen wir mal zum Set. Ja, weil, lassen wir den Set. Ja, den Set brauchen wir eigentlich als letzten. Ich meine, der ist ja dann das Nicht-Funktionale. Können wir aber trotzdem. Ja, fangen wir mit dem Define an. Define-Syntax. Also wir wollen sagen können, Define C als 30. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich weiß nicht, habe ich noch ein Scheme hier unten offen, der Return Value vom Define ist tatsächlich void. Ist, glaube ich, undefiniert im Standard. Ich bin mir nicht sicher, ob es void oder undefiniert ist. So auswendig weiß ich es jetzt gerade nicht. Wir können aber mal nachschauen. Auf jeden Fall, das dauert jetzt eine Weile, bis sie da startet. Auf jeden Fall können wir da nicht nachprüfen, was da der Return Wert ist. Hier schauen wir es mal, was da kommt.
Ja, ich habe es befürchtet, Wartezeit. Etwas schmalbrüstig, was das Memory angeht, ist meine Maschine hier. Das Ding war jetzt seit 2 Wochen ausgepaged, deswegen kommt jetzt erst wie alles wieder rein. So, aber immerhin, es hat 2 Wochen überlebt ohne Reboot. Komm schon, jetzt. Define C als 30. Klammer zu. Danke. Okay. Und ja, die Platte rödelt da innen drin. So. Kam nichts zurück, das heißt, es war wahrscheinlich Void, weil Void wird von dem Printer nicht ausgedruckt. Ich glaube, wir haben was sogar, das Ikonifizieren dauert jetzt so lang. Jetzt. Haben wir eigentlich ein Scheme Void schon definiert gehabt oder noch nicht? Nee, haben wir noch gar nicht drin. Also die haben das so gemacht, ganz einfach. Ähnlich wie True, False und Nil gibt es noch ein Singleton-Objekt, das ist ein Void. Das gibt es auch nur einmal. Und das kann ich zurückliefern, wie ein True oder False oder wie ein Nil oder was immer. Und der Printer ist nur so, ist einfach so geschrieben, dass wenn der ein Void kriegt, dann printet er nichts. So einfach machen die das. Also der Printer im Read-Eval Print-Loop. Das können wir kurz implementieren, wenn wir wollen. Also kopieren wir nicht mehr einfach das True her, weil das passt so schön. Kopieren. Und das nennen wir Scheme Void. Und da machen wir ein Testing, ist Scheme Void, da liefert True. Und Scheme True, da liefert er nichts zurück. Und dann brauchen wir ein Scheme Void hier oben, ist Scheme Void, jedes andere Objekt liefert da False zurück. Und dann haben wir den Scheme Read Eval Print Loop, haben wir noch gar keinen definiert. Haben wir noch gar keinen. Also insofern jetzt hier würde man jetzt sagen, wir erwarten assert scheme eval is scheme. Scheme eval, was rede ich denn? Was schreibe ich denn? Copy result is scheme void. Na. Okay. Und dann müssen wir nur im Define das entsprechende zurückliefern. Das heißt hier in unserem Eval, gehen wir zu dem zurück. Wieso habe ich das jetzt hier? Naja gut, das können wir mal da reinmoven. Und im Evaluate List, da wo wir unser Define bis jetzt noch gar nicht haben, da müssen wir nachher ein Scheme Void zurückliefern. Also Return Scheme Void, the one and only instance, wird nachher der Return-Wert sein. Lass uns mal laufen. Klar, wir landen hier im Define. Define, hier ist unsere Liste. Und Define, der nimmt das erste Argument, evaluiert es nicht, weil sonst hätten wir einen indirekten Define. Also wenn der jetzt das erste Argument, wäre auch ganz schick, da könnte man nämlich quasi den Namen der Variable, die man definieren will, indirekt angeben. Das gibt es auch in Common Lisp, also ein anderes Lisp, da gibt es 2 Sets. Da gibt es ein Set und ein Set Q. Also das Set evaluiert sein erstes Argument, und damit kann man solche Trickereien machen. Und das zweite heißt setQ für setQuoted, das evaluiert es nicht. In Scheme gibt es nur ein Set-Ausrufezeichen, der macht das nie. Und das Define bei beiden Systemen, also in Common Lisp heißt Define Function, der macht das auch nicht. Also die evaluieren das nie und deswegen machen wir das auch nicht so. Das heißt, wir haben hier jetzt also den Namen, ist dann der Car vom Kutter, von der Restliste, also Restlist Car. Schauen wir mal, was da kommt. Nee, Restargs Car. Da ist das Symbol C. Und dann kommt die Expression, die wird allerdings evaluiert. Das ist Restargs Kutter und davon der Car. Hier in unserem Fall ist natürlich nur die Konstante 30, aber da könnte eine Expression stehen, a plus 1 oder Gürtelkrumpf. Und die müssen wir erstmal evaluieren, die Expression, das wäre die unevaluated Expression. Dann nehmen wir mal das da und machen da draus evaluated expr ist das hier, und da fehlt ein Doppelpunkt. Self-evaluate die expr in dem Environment.
Und dann lassen wir mal in Halt laufen und definieren die Variablen, die fehlen. Assignment to Class Instance Variable, ja, das ist klar, das ist blöd, das muss ich vielleicht hier mal definieren. Und dann haben wir das, halt, hier oben waren wir, Expert und Evaluated Expert. Und tatsächlich denke ich auch, dass das hier oben gar nichts zu suchen hat, sondern das gehört hier rein, weil das eine lokale Geschichte ist, muss hier stehen. Und hier heißt es Evaluated Expression. Gut, und jetzt lassen wir das nochmal laufen und schauen mal, was da rauskam. Also hier war nochmal unser, na, das zeigt er hier nicht, doch, da, Expert Evaluated, ja, das zeigt er hier falsch an. Das ist ein Bug im Smalltalk. Der kommt da manchmal mit diesen Inline-Dingern durcheinander. Da haben wir es, das ist das evaluierte Ding. Und jetzt müssen wir eigentlich nur in unserem Environment das Ding setzen. Das Environment, und das ist jetzt die Frage, welches Environment müssen wir hier nehmen? Also, wir haben ja hier, machen wir erstmal vorläufig hier drin, wenn wir dann sehen, ob das richtig ist. Hier haben wir ja unser Scheme Environment mit den Bindings drin und da müssen wir einfach ein neues Binding reinmachen. Da sagen wir einfach Bind to. Das heißt, wir sagen Environment, Bind, Key ist dann der Name. Da sagt er zwar Nil, aber wie gesagt, das ist ein Fehler im Debugger. Das ist eigentlich der da unten. Und das ist die Evaluated Expression. Und der Return-Wert, haben wir gesagt, ist Void. Missing Punkt, klar, da hat er recht. So, abbrechen. Und nochmal, jetzt hat es geklappt. Wir sollten bloß hinterher noch prüfen, ob das Binding nachher auch da ist. Das heißt, wir evaluieren hinterher mal die Expression C und erwarten dann, dass da eine Scheme-Integer rauskommt. Und jetzt brauche ich dieses IsScheme-Integer und diese Value-Prüferei so oft, dass ich da jetzt mir einen Kürzel mache. Und zwar gehen wir hier hin und sagen IsScheme-Integer with value V und sagen return value gleich V. Und das liegt bei Object, definieren wir das als with value V als false. Und dann brauche ich da nicht immer zwei ifs schreiben, sondern kann hier jetzt gleich sagen isScheme integer with value 30. So, das hat funktioniert. Prima, also wir können jetzt neue Variablen definieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein define nochmal mache, define D als wieder 5 und dann evaluieren wir die Expression plus CD, dann erwarten wir, dass da 35 rauskommt. Funktioniert auch schon, also schon mal ganz gut. Ja? Mein Fall hat auch diese Lambda-Shorthand-Syntax. Was ist denn dann der richtige Weg, das zu machen? Gibt es einfach eine Folgeunterscheidung, wie das die Fallen sein soll? Das würde mich schön. Kann man das dann nicht einfach machen, so dass das im Riegel der Fall ist, dass wir dann da Syntax einfügt? Also Nein, im Reader würde ich es nicht reintun, weil man kann ja in Scheme auch sagen, eval, und jetzt baue ich mir eine Liste zusammen. Da könnte ich zum Beispiel sagen, eval, Liste bestehend aus define und dann kommt ein Argument und damit hätte ich dieses Dynamische, was ich vorher ausgelöst habe, dann doch wieder drin. Da könnte ich quasi den Variablennamen von außen angeben und dann hier eine Expression hinterher. Und wenn Sie das alles da im Reader schon machen, dann geht Ihnen das dann hier verloren. Also das kann man im Reader machen. Das ist aber auch wieder, muss ich sagen, unser Scheme, das wir hier implementieren, ist natürlich wirklich das Minimalste vom Minimalen. Das ist nicht wirklich praktikabel. Die praktikablen Lisps, die haben Syntax-Rules. Da kann man quasi eine Makroersetzung, eine Syntaxerkennung mit Pattern-Matching angeben und kann sagen, wenn du dieses Pattern an Syntax erkennst, dann schreib das um in das. Und da könnte man so ein Define quasi auf dieser Syntax-Rule-Ebene erschlagen. Und kann man sich alle möglichen Makros dann schreiben, die quasi den Code umschreiben. Wir machen das nachher, sobald wir das Lambda haben, weil die
Bausteine, den Lambda-Baustein können wir dann wieder verwenden oder den Code, der den Lambda generiert. So, alle unsere Tests laufen durch. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Was brauchen wir noch? Das Lambda. Define Lambda-Syntax. Eval Lambda-Syntax, das wird unser Test 23 schon. Und da wollen wir sagen, Lambda von ohne Argument und als Value 30. Was soll da zurückkommen? Da muss zurückkommen ein Scheme, ich nenne es mal wieder User-Defined Function. Und ja, machen wir gleich noch eins mit A und da sagen wir plus A1 wieder. Und da erwarten wir auch eine User-Defined Function. Und tatsächlich, das Define haben wir ja auch schon getestet, das können wir eigentlich an der Stelle auch gleich tun. Das heißt, wir können sagen, define eine Function f als das da oben. Müsste schon gehen. Und da erwarten wir erstmal nichts zurück. Vielleicht f1. Und wir können auch schon sagen in unserem Test define f2. Und dann nehmen wir jetzt die da oben. Und jetzt kommt die eigentlich spannende Frage, was passiert, wenn wir dann sagen, evaluiere F1 hinterher, wenn wir das dann mal gemacht haben. Und was passiert, wenn wir sagen, evaluiere F2 mit Argument 100, wegen mir mal. Hier erwarten wir, also wir müssen es immer evaluieren natürlich, hier erwarten wir, dass wir dann zurückkriegen, hier oben nach dem Define, wie gesagt, nichts, aber hier erwarten wir, dass zurückkommt ein Scheme Integer mit Value 30. Scheme Integer with Value 30. Da sieht man mal, das ist toll, das klingt fast wie wenn man es Englisch vorliest. Und hier unten erwarten wir, dass das Resultat eine Scheme Integer with Value 101 wird. Da geht noch eine Weile hin heute, bis wir da so weit kommen, weil wir sind bisher nur beim Lambda definieren, noch nicht beim Ausführen. Wobei, da kommen wir jetzt doch gleich hin. So, also, Build in Lambda. Sie erinnern sich, in unserer Lisp-Implementierung, das Lambda war total trivial. Das speichert eigentlich nur, das merkt sich nur die Argumentliste und den Body. Wir brauchen aber jetzt ein User-Defined Function Object. Also wir machen hier Scheme User-Defined Function. User-Defined Function und wir sagen, wir merken uns hier die Arglist und den Body. Und sollen wir den Fehler nochmal wiederholen, den wir das letzte Mal gemacht haben, oder sollen wir gleich das Environment mitspeichern? Wir können es natürlich wieder Schritt für Schritt machen. Wir kommen natürlich wieder an der gleichen Stelle vorbei. So, da brauche ich Setter, Zugriffsmethoden und vielleicht einen Tester, Testing. Is user-defined function return true. Und jetzt mache ich mal es einfach. Jetzt sage ich einfach hier oben, generiere den zugehörigen, habe ich das nicht? False lieferten is-Test in Superklasse. So, jetzt gibt es hier oben, gibt es auch einen, der is-scheme-user-defined function, sollte es vielleicht heißen. Wäre vielleicht besser. Ja, nennen wir es so. Is Scheme. User-Defined Function. Schmeißen das weg. So, also was wollen wir machen? Wir sagen hier Return Scheme User-Defined Function New. Und der hat eine Arglist. Habe ich da auch ein Setter für beide? Habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Moment. Ja, machen wir noch einen, der beide kann generieren. Set-Methode für mehrere Variablen. Da habe ich so eine hier, ArglistBody. Da kann ich hier sagen, ArgList, was ist die ArgList? Hier sind wir bei L, das ist quasi das hier. Also RestArgsCar. Und der Body ist RestArgs. Und jetzt ist die Frage, was wir da uns speichern, weil ich könnte mir theoretisch ja vorstellen, ein Lambda
so zu definieren und könnt sagen, was weiß ich, print hello und dann nochmal print world. In diesem Fall, also wenn ich so definiere, dann habe ich als Body ja eine ganze Liste, nicht nur eine Expression, sondern da kommt ein ganzer Wust hinten dran. Das heißt, es wäre besser, ich merke mir hier nicht vom Cutter das Car, also das erste Element, sondern den ganzen Rest. Und nenne das vielleicht auch nicht Body, sondern Bodyliste. Das wäre dann der Cutter hier. Also nochmal, schauen wir mal an, was da wäre. Car ist die Scheme Nil, das ist die leere Liste hier. Und Cutter ist in dem Fall hier jetzt die Liste bestehend aus 30, also die Restliste hier hinten. Aber wenn da mehrere Instruktionen oder mehrere Expressions kämen hintereinander, dann wäre das die Liste mit diesen Expressions. Und wir merken uns auch das. Und ich nenne das um in Bodylist. Gibt es gerade noch nicht, das muss ich jetzt gleich hier ändern. Das heißt, ich nenne mal dieses Body um in Bodylist. Und ich habe hier einen großen Fehler, ich habe nämlich gerade ein Riesensystem da drin und noch zig andere Browser, die alle aktualisieren da im Hintergrund. Den muss ich vielleicht mal schließen, das mache ich nachher in der Pause, dass das nicht immer so lang dauert. Jetzt habe ich die Bodylist und hier, das nennen wir auch Bodylist. Und das andere schmeißen wir weg. Das wird Bodylist. Body schmeißen wir weg und den Body, den brauchen wir sogar gar nicht mal, das ist eigentlich, ja, den brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Gut, Bodylist. Also, abbrechen und nochmal laufen lassen. Und jetzt sind wir schon im Evaluieren drin, also wir sind eigentlich, schauen wir mal, wo wir im Test stehen. Wir sind durch die oberen zwei durchgelaufen, also die Defines haben alle wunderbar funktioniert. Und wir sind jetzt schon im Evaluieren von diesem F1 und natürlich unser Evaluator fällt dann durch, weil das ist nämlich weder eine Built-in-Syntax, klar, da kommt False zurück, noch ist es eine Built-in-Function, sondern es ist natürlich unsere Scheme-User-Defined-Function. Da kommt True zurück, if True. Und da müssen wir jetzt natürlich wieder das Gleiche machen. Sie erinnern sich, in Lisp, neues Environment aufbauen, Argumente binden, in dem neuen Environment evaluieren, der Bodyliste rekursiv aufrufen auf in diesem neuen Environment. Also, das hole ich vielleicht mal raus. Tatsächlich müssen wir hier die Argumente auch evaluieren, genauso wie bei einer Built-in-Function. Also insofern können wir eigentlich hier das zusammenfassen zunächst mal und können sagen, na, ich ziehe das nachher raus. Return self-evaluate user-defined function in environment. Und den Code, der die Liste, die Argumente evaluiert, der hier, evaluated args, den ziehen wir mal raus und sagen, das wäre gut, wenn das eine extra Methode wäre. Ja, das kann ich hier drin nicht machen, das muss ich im Browser machen. Hier. Ah, der ist zu doof. Okay, der Refaktorierer ist zu doof. Machen wir es so. Evaluated arglist. For, und da kommen jetzt die Restargs oder arglist als Argument rein in environment. Und da brauchen wir eine lokale Variable, evaluated args. Weil das ist der gleiche Code, den wollen wir zweimal verwenden. Und hier sagen wir arglist, restargs, initialisieren wir auf die arglist. Evaluated arglist.
Evaluated is order collection new, und dann geht er hier durch und dann liefert er hier am Schluss zurück return evaluated args, das hier. Okay, und jetzt haben wir das extrahiert, können das hier verwenden, self das Ding, brauchen den Code nicht mehr, und den Argument Evaluierung, den können wir nämlich wieder verwenden für unsere User Defined Function, der muss nämlich genau das gleiche machen. So, also hier haben wir in Environment, eigentlich brauchen wir das Environment, das brauchen wir vielleicht doch noch. Na, das können wir da unten machen. Accept. Und nochmal laufen lassen. Arglist fortfahren. Was habe ich da jetzt gemacht? Abbrechen. Was ist da hinten noch? Ach, das heißt hier Rest-Args hier oben noch. So, abbrechen. Jetzt laufen wir natürlich hier gleich mal in den Fehler rein, weil das gibt es gerade noch nicht. Definieren wir es kurz. Und hier lassen wir uns auch erstmal die Argumente. Da haben wir jetzt evaluated args. Evaluated args ist self evaluate the arglist und a Scheme Cons, das müsste, aha, das ist natürlich eigentlich, das ist die gesamte Liste, das ist die Expression eigentlich hier an der Stelle. Und die Argumente wären dann Expra Cutter. Hat er hier jetzt keine. In Environment. Starten wir es nochmal und schauen nochmal rein. So, jetzt haben wir sie evaluiert. Natürlich hier in dem Fall sind es leer, weil unser Call war natürlich nur Call ohne Argumente, deswegen kriegen wir jetzt hier auch keine Argumente. Vielleicht gehen wir gleich mal in den zweiten Test, das sieht ein bisschen spannender aus. Das machen wir mal den anderen zuerst. Machen wir den da hinten nach hinten, weil der langweiliger wird. Und vielleicht definieren wir auch gleich eine Funktion mit zwei Argumenten, das macht auch mehr Spaß. Plus A, B, 1 und dann rufen wir das Ding mit 100 und 200 auf. Oder noch schöner, wir rufen es auf mit plus 201, damit wir sehen, ob das da hinten auch mit dieser rekursiven Evaluiererei nachher stimmt. Debug. Also was haben wir? Wir haben die 201 ja jetzt schon richtig, doch, weil die evaluated arglist, also die nicht evaluierte arglist, die expression ist ja jetzt das hier. Expression cutter, das sind die eigentlichen Argumente, 100 und das zweite Ding. Und dieser evaluated arglist vor hat sie uns evaluiert und liefert uns jetzt eine Collection mit den evaluierten Werten zurück. Wunderbar, prima. Also das tut schon soweit. Und jetzt müssen wir nur noch den Body rausholen aus dieser Function. Da brauchen wir ein fn. Und fn ist... Moment mal, die Funktion habe ich doch da hinten eigentlich schon rausgeholt. Die muss ich nicht nochmal rausholen, das ist Quatsch. Evaluate user-defined function, Doppelpunkt, das ist das fn, with... Arguments, Rest-Args. So machen wir das. Und dann wird die Funktion anders hier unten. Die gibt es jetzt natürlich gerade noch nicht. Da kann ich die andere hernehmen. Evaluate User-Defined Function. Doppelpunkt, da kommt jetzt die Funktion an. With Args. Und eigentlich wäre es vielleicht sogar schön, und das wäre jetzt hier arglist. Okay, so sieht es gut aus, so lassen wir es. Und das gehört natürlich auch in die Evaluation-Kategorie rein. So, abbrechen, nochmal neu. Von vorne. Jetzt sind wir hier, haben wir die Evaluated Args wieder an der Hand und die FN haben wir an der Hand. Genau, das ist unsere Scheme User Defined Function. Jetzt brauchen wir den Body und die arglist. Und zwar... Arglist haben wir hier die evaluierten und dann haben wir noch die formalen, ich nenne es mal formale Args. Das ist ja die Arglist aus dem Ding. Formal Args ist von unserer Function die Arglist. Schauen wir, was da kommt. Da müsste jetzt die Liste mit A und B kommen. Sehr schön. Und dann haben wir den Body, beziehungsweise die BodyList. Jetzt brauche ich doch wahrscheinlich einen Getter. BodyList ist von der Function die BodyList. Ah doch, haben wir hier auch. Gut, und jetzt müssen wir die
brauchen wir ein neues Environment, und Sie erinnern sich, wir müssen jetzt die formalen Argumente in dem neuen Environment an die tatsächlichen Values binden und nachher die Bodyliste in diesem neuen Environment evaluieren. Also New Environment, New Env ist, und jetzt sehen wir gleich, dass wir einen Fehler haben in unserem Environment, weil das hat keinen Parenten. Scheme Environment New. Und da müssen wir jetzt gleich Scheme Environment nochmal reparieren, weil das hat kein Parent. Ich komme dann nicht mehr an das Environment, in dem meine globalen Bindings drin sind. Das heißt, ich bräuchte hier also ein Parent noch dazu. Parent. Dazu brauche ich einen Setter. Na. Dazu brauche ich einen Setter. Vielleicht auch ein Getter irgendwann mal. Naja, vielleicht auch ein Getter irgendwann mal. Und dann bei den Bindings brauche ich beim Abholen, beim Rauslesen, da habe ich bisher einen Error geworfen, wenn der Key nicht da drin ist. Und da muss ich jetzt was anderes machen. Da muss ich sagen, wenn der Key nicht hier drin ist, dann muss ich im Parent weitersuchen. Parent is nil if true, dann gibt es einen wirklichen Fehler. Und ansonsten return parent value for key. So. Haben wir alles schon mal in Lisp gemacht, aber jetzt machen wir es hier in Smalltalk nochmal nach. Und jetzt können wir also hier ein neues Environment anlegen, können dem New, wenn ich es richtig schreibe, können dem New Environment auch dann den Parent setzen. Das ist nämlich unser aktuelles Environment. Und jetzt gehen wir durch die Argumentliste durch. Das heißt, wir sagen jetzt formal args nein, is scheme nil while false new environment bind. Und zwar haben wir jetzt hier formal args first to. Ja, jetzt brauchen wir entweder einen Index oder wir machen hier einfach mal kurz, jetzt können wir ein bisschen Smalltalk nutzen, machen wir da einen Arg, einen Value Stream kurz. Nein, machen wir es nicht. Machen wir es so, dass es in C nachher auch geht. Index. Das heißt, ich setze hier den Index am Anfang auf 1. In Smalltalk fängt man mit 1 an zu zählen, nicht mit 0. Das heißt, wir sagen hier evaluated args at index. Dann zählen wir den Index hoch und gehen in der Formal-Arg-List, Formal-Args, Kutter, ins nächste Element weiter. So, wenn wir da durch sind, landen wir wieder im Halt. Dann müssten wir eigentlich alle Dinger gebunden haben in dem neuen Environment. Schauen wir mal, ob das klappt. Recent. Ups, da sind wir. Scheme const does not understand first. Das heißt ja auch hier car. Nochmal. Recent. So, jetzt sind wir in unserem New Environment. Hier ist das alte. Sie erinnern sich, das alte hatte die Bindings für unsere globalen Funktionen und Syntax und solche Dinge. Und unser New Environment, Doppelklick, hat hier auch Bindings und da sehen Sie Symbol B 201 und Symbol A auf 100 und es hat einen Parent und der Parent ist noch ein Scheme Environment. Das ist übrigens noch ein altes, das haben wir nämlich vorher angelegt. Das hatte noch keinen Parent. Muss ich vielleicht nochmal neu machen, neu initialisieren. Das heißt, hier mein diese Klassenvariable, dieses Top-Environment, war noch ein altes. So. Starten wir es nochmal von vorne, dann sieht man es nochmal richtig deutlich. Also hier nochmal das New Environment, hat ein Parent, und jetzt ist das auch ein richtiges. Da sind unsere globalen Bindings drin, und in dem anderen sind unsere lokalen Bindings drin.
Und wenn ich jetzt die Bodyliste einfach in diesem neuen Environment evaluiere, dann findet er ja A und B und die ganzen Werte richtig. Das heißt, wir machen jetzt einfach nur Folgendes. Wir sagen BodyExpr oder BodyList is Scheme nil while false. Dann holen wir die erste Expression raus. Expr is bodyList car. Dann evaluieren wir die. Self eval. Diese Expr in dem neuen Environment, wichtig, New Environment, klar. Und wir merken uns mal das als Last Value. Und dann setzen wir die Bodyliste auf die nächste. Cutter. Und das war's, das machen wir, solange wir noch welche haben. Und am Schluss liefern wir zurück den letzten Value, Last Value. Jetzt können wir uns noch fragen, was soll passieren, wenn der Body leer war? Also gar nichts drin war, gleich von Anfang an. Ich muss mal die Frage, ob das überhaupt erlaubt ist. Was sagt unser Scheme dazu? Wenn ich sage Lambda mit einer Argumenteliste, aber keinen Body. Sagt erstmal gar nichts, weil er paged, aber jetzt sagt er Bad Syntax. Das heißt, er erwartet, er muss was sein im Body. Das hat unser Lambda jetzt noch nicht prüft. Könnten wir jetzt beim Lambda gleich prüfen und könnten sagen, an der Stelle. Wir könnten aber auch sagen, okay, wir erlauben das, dass da kein Body kommt und sagen, dann ist der Value void oder nil oder sonst irgendwas. Ich fände es jetzt schöner, wenn wir Scheme-konform wären und dann auch einen Error raisen würden, aber ich mache jetzt mal so, dass ich sage, Last Value ist Scheme nil, the one and only instance. Hat auch was für sich, dann kann man den Body weglassen und hat nil. So, brauchen wir die Variablen, Last Value und Expr, das kann ich hier reintun. Gut. So, ja, hat er vielleicht recht, weil unser Test ist sowieso gleich falsch. 302, tatsächlich kommt hier 302 raus, muss aber, der Test war falsch. Wenn ich 100 plus 201, dann erwarte ich 302, nein, 301. Nicht wahr? Halt mal, aber F alt, nee, das macht ja noch was, das addiert nochmal eins drauf, stimmt schon, okay, er hatte recht. gut, also übernehmen, gleich nochmal starten den Test. Grün, also wir haben jetzt schon ein Lambda, nicht schlecht. Können wir schon eine Rekursion machen, eine kleine, müsste auch schon gehen. Ja, machen wir zunächst noch das andere Define. Jetzt, wo wir das Lambda haben, können wir auch die Define, die alternative Define-Syntax, die Sie vorher angesprochen haben, nochmal machen. Das heißt, die alternative Define-Syntax geht ja so, dass ich sagen kann, Define, was weiß ich, Funktion 3 mit Argumenten A, B und der soll auch wegen mir, na, machen wir mal was zur Abwechslung, was anderes, der soll plus A, B machen und dann eins davon zu abziehen. Minus 1. So. Das ist zu viel. Okay, und wenn ich dann AB, wenn ich dann F3 aufrufe, also so habe ich es erstmal definiert, dann kann ich es aufrufen, F3 mit 100, 200 und dann erwarte ich, was soll da rauskommen? 100 plus 200 minus 1. Objekt 299. Gut, und jetzt knallt es natürlich gleich in unserem Define, weil der kann die alternative Syntax noch nicht. No such key, F3, Moment. Ach so, natürlich, weil unser Define das noch nicht erkannt hat. Er hat jetzt hier was ganz anderes, nämlich definiert. Gucken wir mal kurz da rein, was da kommt. Im Eval so, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass ich das hier mal auseinanderdrösel und nicht in eine große Funktion schreibe, sondern dann Eval if, Eval lambda und so weiter. Das wird jetzt was unübersichtlich jetzt. Mache ich dann vielleicht in der Pause.
Das heißt, wir müssen hier an der Stelle gucken, ob Name tatsächlich, machen wir das mal, wenn ich das jetzt ausführe, vielleicht kommentiere ich die oberen. Ne, ich mache es anders. Ich nehme das hier raus und mache einen extra Testfall dafür. Test 24, Alternative Define Syntax. Und ich schmeiße ihn aus dem Test 23 wieder raus. Test 23 müsste jetzt eigentlich funktionieren und grün sein, genau. Und Test alternative Syntax muss jetzt hier reinlaufen. Und jetzt sehen wir es an der Stelle, ist nämlich Rest, ist nämlich dieses Name-Argument kein Symbol, sondern eine Liste schon. Normalerweise wäre das ja hier ein Symbol bei einer klassischen Define. Das heißt, wir machen jetzt hier Name or Funkspec, nenne ich es mal vielleicht, irgendwie sowas, und sage, also der Car ist nicht wirklich immer der Name, sondern es ist entweder Name oder eine Funkspec. Und jetzt sage ich, Name of Funkspec is Scheme Symbol, if true, dann kommt der Zweig da unten, der bisherige. Ich nehme an, so haben sie es auch implementiert. Und if false, wenn nicht, ja, eigentlich brauche ich da gar kein if false, weil ich komme hier eh nicht mehr vorbei. Und da kann ich jetzt sagen, nächstes Mal kann ich sagen, es muss jetzt eine Liste sein, falls nämlich der User ganz frech ist und irgendwie sowas versucht, define 1, 2, 3, könnte er ja auf die Idee kommen. Sollten wir hier alles abprüfen. Also sagen wir, name of function is scheme cons, if false, dann machen wir einfach einen Error, self error bad define Syntax. Können Sie sich einen schönen String überlegen, so ähnlich wie denn da unten das Racket bringt, lambda bad Syntax, sowas in der Art. Das heißt bad Syntax. Und jetzt wissen wir, dass es ein Cons ist. Wenn das ein Cons ist, dann erwarten wir zunächst einmal, dass der Cons zumindest ein Argument hat. Na, das hat er, sonst wäre es nil. Das heißt, wir sagen jetzt name is name or funkspec der car. Nicht der var, sondern der car. Und ja, machen wir einen Halt rein an die Stelle, dann kann ich nochmal reinspringen. Kann ich dann Resend machen, müsste gehen. Okay, Name. Und jetzt steht da unser Moment mal, da stimmt doch was gar nicht. Ach, das ist wieder mein Debugger-Problem. Ja, das ist schon richtig. Ich nehme das mal raus jetzt, obwohl es nicht so schön ist. Das gehört eigentlich da unten rein, aber der Debugger hat gerade ein Problem hier an der Stelle. So, jetzt sieht man es besser. Also hier ist unser F3 jetzt. Und dann hätten wir nämlich die Lambda-Argliste. Das wäre jetzt der Function-Name im Prinzip. Jetzt hätten wir eine Lambda-Argliste. Ist dann der Rest von diesem Ding. Kütter. Wobei der hier keine hat. Doch, da kommt AB noch, natürlich, klar. Richtig, AB ist dann die Restliste. Und jetzt können wir eigentlich den gleichen Code nehmen wie beim Lambda, weil hier hinten haben wir jetzt auch den Body, wie beim Lambda. Wir haben eine Argliste und wir haben einen Namen. Schauen wir mal, was wir da gemacht haben beim Lambda. Wo war es? Hier oben. Wir liefern das zurück. Ne, wir liefern nicht zurück, sondern es wird der Value. User-defined function, Arglist ist diese Arglist und Bodylist ist dann... Na, machen wir das hier so. Bodylist Kutter. Nein. Falsch. Restargs Kutter. Das müsste das Ding sein, ja. Und dann definieren wir das hier, Bodylist. Dann haben wir den Value. Oder auch die Evaluated Expression. Und wir machen dann wieder ein Bind und sagen Environment Bind Name, das ist die Funktionsname, to Value. Value ist ein blöder Name, ich nenne das mal neue Function, New Func. Und das schieben wir mal ein bisschen da nach hinten. Und das war's. Ansonsten liefern wir dann auch zurück ein Scheme Void. Jetzt brauche ich bloß noch die Variablen, da fehlt noch ein Punkt.
kann man in einer Zeile schreiben. Sieht ein bisschen netter aus. Und ArgList, BodyList, New Function brauchen wir noch. Fortfahren. No such build in Syntax. Wo bin ich jetzt gelandet? Moment, muss noch mal gucken, wo ich jetzt tatsächlich rauskam. Ah, hat doch geklappt. Ich glaube, ich habe einfach was überlesen. So, lassen wir nochmal alle laufen zur Sicherheit. Aha, haben wir irgendwas kaputt gemacht. Und zwar hier der Define Syntax Debug. No such key, Symbol C. Wo sind wir denn eigentlich hier drin? Aha, der normale Define tut jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr. Den haben wir jetzt kaputt gekriegt irgendwie. Müssen wir doch nochmal zurück und nochmal testen. Evaluate User Defined Function, Evaluate List, der Define. Hier. Name or FunkSpec ist Scheme Symbol, REST Args. Car 30. Bind Name. Ah, so kann man sich dann täuschen. Hier muss es nämlich dann Name or FunkSpec heißen. Das ist sehr doof. Dann mache ich das so, name Doppelpunkt gleich das hier. Da kann ich bei name bleiben. Und hier kann ich dann sagen, name ist das. Das ist schöner. Beides nicht wirklich schön. Ich muss die lokalen Variablen wieder runterziehen. Das wäre wirklich schön. Gut, jetzt tut's. Schauen wir mal, ob die anderen auch alle tun. Prima. Also, das wäre unsere Alternative, Define-Syntax. Wir haben ein if und wir haben 19:20 Uhr, dann machen wir eine Pause. 5 Minuten. Guter Punkt zum kurze Pause machen.